Da es in Paris viele Geraden gibt, sind hohe Geschwindigkeiten am Kurvenausgang besonders wichtig. Dieses Auto neigt in Kurven zum Driften. Nutz das zu deinem Vorteil. Ja, logisch. Mann! Boah, so ein Penner! Vollidiot! Da scheidet der Erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Naja, versuch ich. Das versuch ich wohl. Okay, nach diesem Einschlag musst du jetzt wirklich vorsichtig sein. Ein weiterer Fahrer ist ausgeschieden. Scheiß erster Platz. Ach Mann, immer dieses Reingekrache. Wieder der Kofferraum auf. Und ich hab nicht aufgeräumt im Auto. Also irgendwie habe ich jetzt das Gefühl. Boah, Alter, was mache ich denn? Es wird wohl auch so sein, wenn ich so weiterfahre. Ich glaube, das war die erste Kurve im Rennen, die ich gut gemacht habe. Ein Fahrer ist ausgeschieden. Cool, schaffbar ist es, ne? Ach, trifft doch nicht so weit, dreh dich doch nicht so weit, Mann. Hau ich mich da dran? Ach. Noch 5 Autos, mach Druck. Go, go, go. Wenn noch einer rausfliegt, bist du in den Top 3. Oh, lass mir das mal hier. Ho, 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 ho. Lass mich einfach vorbei. Okay, danke. Und jetzt das Meine irgendwie. Top 3 Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf Sieg. Was macht er denn? Klasse Leistung. Noch ein Fahrer, dann hast du den Sieg. Nein, ach, jetzt fahr ich da dagegen. Schon bleib hinten. Ach du Scheiße. Mein Platz. Way, boah. Okay, das war jetzt schon etwas aufregender. Boah. Du bist Spitzenreiter in diesem Event. Verteidige deine Führung. Nochmal.
Barcelona hat eine Menge interessanter Kurven und Abzweigungen. Oh, das erfordert volle Konzentration. Aber voll. Jetzt los hier. Mann. Warum bin ich da lang gefahren? Da scheidet der erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Oh, ey. Mann! Du Vogel. Und wieder einer weg. Mach so weiter. Leute. Geh dir noch was auf der Lampe. Mann! Ach ja. Einer ist aus dem Rennen. Als du vorhattest, dein Auto zu zerstören, dann hast du gute Arbeit geleistet. Ja. Noch 5 Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. Die. Wenn noch einer rausfliegt, bist du in den Top 3. Mann! Da haben bestimmt einige Zieh doch mal Handbremse. Ja, ich vergesse es irgendwie. Nur noch 2 Gegner trennen dich vom Sieg. Na, die schaffen wir jetzt auch noch. Stehst kurz vorm Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Komm, 15. Oh, 10. Nein. Nein. Ja, ich hab's gemacht. Ich hab Handbremse genommen in der letzten Kurve, in der letzten Sekunde. Mach du Scheiße, sieht meine Karre aus. Jawohl, keine Gefangenen. Du wirst langsam zum Helden der Ausscheidungsfans. Ach, jetzt kommen ja wieder die Fans. Ja, muss ich langsam wieder das Feld vergrößern, würde ich sagen, wa? Wir kommen ja bald wieder in den... Du wirst kaum glauben, welche Reaktion ich zu der Rennserie und ganz besonders auch zu dir erhalte. Aber werde nicht übermütig. Noch hast du dich nicht in die Geschichtsbücher eingetragen.
Ich habe durchaus schon vergleichbare Situationen erlebt. Wir müssen abwarten, was daraus wird. Viel Glück. Jo. Also ich bin noch richtig hot drauf, was da noch so für Klassen kommen. Das ist ja... Ich bin da... Wie schon gesagt, ich bin da richtig hot drauf. Soll ich mit der Karre weiterfahren? Ich fahr weiter mit dem. Ich fahre weiter mit diesem Auto. Dass ich die Route jederzeit ändern kann. Sei immer auf der Hut. Ach, wieder sowas. Oh nein. Obwohl es Spaß macht. Also, oh nein, war jetzt nicht negativ. Oh nein, war jetzt mehr so... Könnte spannend werden. Also im positiven, negativen Sinne. Weil es heißt ja nicht immer, wenn man verliert, dass es scheiße ist. So ist es für mich. Ich hab gern so eine kleine Herausforderung. Ja, jetzt sind sie weg davon. Wow, wow, wow. Wow, Alter. Jetzt habe ich irgendwie gerade. Jetzt war ich gerade Brain AFK, würde ich sagen. Du musst Plätze gut machen. Finde den richtigen Rhythmus in den Kurven. Jo, und im Staube spulen wir zurück. War eben gerade der Nebel des Grauens. Ach ja. Ah, macht ganz gut aus. Nein. Ach. Da weißt du schon, warum. Okay, gesenkte Sau. Du hast die Führung übernommen. Nein! Nein! Ich hab's getan. Ich hab mein Auto von vorne angeschaut. Ich wollte es eigentlich nicht tun. Von hinten sieht er ja noch ganz gut aus. Verteidige deine Führung. Hab ich vor. Ja, los, 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 los. Also was mich zurzeit ganz klein wenig, was mich so zurzeit ein ganz klein wenig stört. Bei dem Spiel, ich spiele es ja jetzt schon ein paar Sessions lang, ist das irgendwie immer, also die Abwechslung von den Strecken, also von den Rennen und so, ist ja Abwechslung gegeben, auch von den Strecken oder so, ist irgendwie immer Paris, da oben und da drüben halt. Irgendwie immer so die gleichen Strecken, das finde ich ein bisschen... Ich möchte nicht sagen, dass die Strecken nicht gut gemacht sind, aber es ist...
Irgendwie. Da. Im Grunde genommen immer irgendwie dasselbe. An Strecken her gesehen. Dasselbe Kulisse. An der Sonne in der Gesamtwertung. Lass dich nicht verdrängen. Ich hoffe ja, dass da. Dass das auf Dauer vielleicht noch oder in der Zukunft noch ein bisschen so andere Kulissen oder so gibt. Das ist bei mir so ein bisschen. Die Côte d'Azur bietet kaum Auslaufzonen. Acht auf eine gute Linie. Die Kurven haben es in sich. Das ist Vela. Der Kerl ist dafür bekannt, den Nahkampf zu suchen. Halt lieber einen Sicherheitsabstand zu ihm. So, diesen kleinen Cut habt ihr sicherlich gemerkt, da war nötig. Denn Frauchen wollte ins Bett und da musste ich nochmal den kleinen Wickel. Kleine Knallkörper. What the fuck? Ich war wieder daran. Mann, ich zerleg die Karre ständig. Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Standardtexte, wa? Oh, sowas, was am Anfang ganz cool war, dieses Gequatsch, aber jetzt sich ständig. Was mache ich denn? Wiederholt. Du hast eine echte Chance. Pfeife. Ach du Scheiße. Aha. Ach, das Ziel. Und das war das Ziel. Ziel, Ziel. Ziel, Ziel.